Der arme Douglas wurde mal wieder von ihr stehen gelassen. Kann sie da noch... Dieser Ort hilft mir nicht mehr weiter. Ich gehe lieber schnell nach Hause. Ja, sie hat mal wieder etwas rumgezickt, aber irgendwie ja verständlich bei dem ganzen Scheiß, der passiert ist. Und deswegen fahren wir jetzt mit der Subway nach Hause. Was ist das denn? Ganz dicke, fette Katze. So, Hazel Street. Wo will sie denn eigentlich hin? Will sie dahin oder will sie dahin? Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Ach ja, Karte. Na dann einfach mal gucken. Irgendwo will sie ja bestimmt hin. Okay, hier ist auf jeden Fall falsch. Na gut, hätte ja sein können. Ja, was mich jetzt interessiert, hat jetzt Douglas diese Monster auch gesehen? Oder, keine Ahnung. Die Feuertüren sind verschlossen. Die wären nur schwer zu öffnen, also vergiss es. Wenn es nur ums Rein- und Rausgehen geht, sollte ich die kleine Tür am Ende verwenden. Ja, mein Gott. Ja, hat der Douglas das jetzt auch gesehen, diese ganzen Monster, die uns da verfolgt haben? Oder, also eigentlich müsste er sie ja gesehen haben, weil er hat ja auch gesagt, was waren das, diese Monster und so. Ich muss ganz dringend pipi. Und die Toiletten sind kaputt. So, erstmal hier umgucken. Information. Hier ist eine Karte der U-Bahn, aber auch ohne hinzusehen kenne ich noch meinen Heimweg. Einfach rein in den Zug zur Bergen Street oder Bergen Street von Bahnsteig 3. Okay. Ja gut. Du kennst den Weg, na dann ist ja super. Gut, da kann ich lang, kann ich hier rein? Nein. Nö. Also, okay. Change. Tickets, Tickets. Eine Zeitung. Auf dem Fahrkartenautomaten liegt eine Zeitung. Tödlicher Unfall in Hazel Street. Gegen 23 Uhr am 4. des Monats fiel ein auf dem Bahnsteig der Station Hazel Street wartender Mann auf die Gleise und wurde vom gerade einfahrenden Zug Richtung St. Renata College enthauptet. Das Opfer starb auf der Stelle. Die Polizei untersucht, ob es Unfall oder Selbstmord war. Zeugen zufolge schien das Opfer jedoch nüchtern zu sein und absichtlich vom Bahnsteig zu springen. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Selbstmord handelt. Die Identität des Opfers ist noch immer unbekannt. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Diese Zeitung ist 4 Monate alt. Wieso liegt die jetzt hier rum? Ja. Das weiß ich leider nicht. Kann ich da irgendwie hochhüpfen und da rankommen? Nee, scheint nicht so. Ah, Informationen will sie ja nicht. Phone kann sie leider nicht benutzen. Das Schloss ist kaputt. Und das auch. Alles ist hier kaputt. So, hier war ich schon. Da will ich da hinten noch nicht lang. Aber hier war doch noch eben irgendwas, oder? Ja, da konnte ich noch mal lang. Achso, okay. Hier ist auch kaputt. Gut, dann gehen wir mal zur U-Bahn. Hier arbeitet niemand. Wo sind sie wohl alle hin? Das heißt ja schon wieder nichts Gutes. Ah, eine Karte, glaube ich, oder? Yes. Ich habe eine Karte der U-Bahn. Sehr gut. Jetzt muss ich auch nicht mehr so dämlich durch die Gegend irren. So. Es ist so super still hier. Das ist irgendwie nie so ein gutes Zeichen. Also hier... Okay, so viel zum Thema, es ist so super still hier. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das Schloss ist kaputt.
Boah, ey, wenn ich jetzt Heather wäre, ich würde schreiend, weiß ich nicht, Douglas suchen und keine Ahnung, wahrscheinlich davonrennen. Gut, wo gehen wir zuerst hin? Da, da oder da? Also wir müssen zur Halsey Street, aber die Durchgänge sind uns versperrt. Gut. Gehen wir von dem schrecklichen Geräusch weg. Renata College, Bergen Street. Bergen Street, da musste ich doch hin, oder? Ja, dann gehen wir da gleich hin. Und da ist ein Abspeicherpunkt. Gott. Eine Reihe von Telefonzellen, aber sie sind alle kaputt. Aber da hat doch irgendeins geklingelt. Oder nicht? Aha. Die Tür ist mit einer Kette verschlossen und die Kette ist mit einer Schraube und Mutter gesichert. Die Mutter ist fest angezogen. Ich kann sie mit bloßen Händen nicht drehen. Okay, brauche ich da sowas wie so einen langen Stab oder so, wie man das auf den Filmen sieht, womit die das dann kaputt machen? Okay, und hier kann ich auch lang. Ja, ich laufe jetzt einfach mal irgendwo lang. Und ich höre etwas. Oh Gott, ein Hund. Ich wurde auch gefragt, warum ich denn eigentlich die hässlichen Viecher nicht abschieße. Das liegt einfach daran, dass ich Munition sparen will, weil ihr habt ja mal gesehen, ich habe für einen so ein hässliches Vieh, für so einen großen, für so einen Strapsentypi, ziemlich viel, oh Gott. Das heißt, glaube ich, ja, dass mein Status ziemlich im Arsch ist. Deswegen nehme ich mal zwei davon und lauf. Wo war ich gerade? Ach ja, genau das. Warum ich die Dinger nicht abschieße, hat einfach den Grund, dass ich halt, wie gesagt, Munition sparen will. Und ich hatte ja schon mal bei diesem anderen, bei dem Strapsen-Typi, so viel Munition verschwendet, dass ich mir gesagt habe, okay, bevor ich jetzt wirklich an so Nonsens-Munition verschwende, renne ich da lieber dran vorbei. Ich habe einen Nussknacker. Okay. Den hätte ich ja. Der Weg wird von Müll blockiert. Hier komme ich nicht durch. Den hätte ich ja vorhin für die Nuss verwenden können. Okay, dann mal weg hier. Hi. Ja. Tach. Ach ja. Ah. Warum sind denn hier so viele Hunde? Aber der lässt jetzt hier nicht auch noch irgendwas sein. Ah, sehr nice. Gesundheitsdrinks. Zwei Stück. Noch was? Patronen sehe ich noch. Dann nimm sie aber auch. Ja. Hier noch was? Da glitzert doch noch irgendwas. Ah ne, ist nur eine Dose, okay. Oh! Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Hier liegt ein Mensch. Schläft hier jemand? Das rote Zeug hier ist alles Blut. Der Typ schläft nicht. Warum bin ich nicht im geringsten überrascht? Ich glaube, dieser Albtraum hat meine Sinne etwas abgestumpft. Oh Gott, ist das eklig, ey. Gut, also, jetzt waren wir bei den Hundis und jetzt können wir hier auch gleich wieder weg. Scheiße. Also diese Steuerung manchmal. Ganz schlimm. So, tschüss, ihr Baubis.
Zum Glück können die eigentlich nachkommen, es wäre ja richtig schrecklich. So. Gut, dann gehen wir mal gleich zur anderen Seite. Hoch? Nee. Hoch nicht. Ah ja, da war verschlossen. Dann doch mal hoch. Ach so, okay. Das ist der Weg nach oben hier in diesen einen Raum wieder. Gut, dann wieder runter. Da geht's zum Renate College. War ich hier nicht eben gerade irgendwie so? Ja. Okay. Hier war ich nämlich gerade eben schon mal. Da war nämlich der Abspeicherpunkt. Ich bin ein bisschen verwirrt. So. Wo kommen wir hier raus? Okay, hier gibt es einen zweigeteilten Weg. Einmal zur Bergen Street und einmal zum Konkurs. Gut, dann einfach mal hier runter und dann wieder hoch und dann andere Seite runter. Oh, hier scheint es recht ruhig zu sein. Ah, ich habe mich geirrt. Ah, ich wollte ja sowieso mal probieren. Dieses Fleisch hier. Prüfen mal. Es ist für Hunde gedacht, da verzichte ich lieber, okay? Rennen die jetzt dahin? Das würde ich gern sehen. Nee, irgendwie nicht so. Ah, ich will die auch nicht abknallen. Hier, Wowi, guck mal, was ich hab. Ja, hier liegt Hundefutter. Lecker, lecker. Einer ist da unten, zwei hier oben. Na, kommen sie? Ja. Ach, scheiße. Was ist denn hier los? Der Hund bleibt da sogar beim Hundefutter stehen, aber nur einer. Boah, was war denn da jetzt gerade eben los? Warum hat denn das jetzt so geglockt, geschallt oder whatever? Warum war denn das so laut? Ah, ein Gesundheitsdrink. Brauche ich wieder einen? Nee, ist noch gelb. Über die Schienen möchte ich jetzt, glaube ich, ungern hüpfen. Uah. Gehst du da bitte? Okay. Scheiße. Schmerzhafter, schmerzhafter Tod. Das erste Mal im Arsch. Wo komme ich raus, wenn ich auf Fortsetzen klicke? Ah, okay. Ich skippe jetzt mal und mache jetzt auch eine Aufnahmepause und spiele bis dahin, wo ich gerade eben schon mal war, weil dieses Ganze hier, das sollte ich nicht nochmal mitkriegen, sonst ist es etwas zu lang. Und wir sehen uns dann entweder in der nächsten Folge oder gleich wieder. Bis dann!